Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute habe ich wieder was Außergewöhnliches für euch. Wir machen im Moment wenig Standardsachen, habe ich so das Gefühl. Und zwar haben wir einen Ford Mustang, 2018er Baujahr, EcoBoost, 2,3 Liter. Und zwar kriegt dieser Mustang Flügeltüren. Der Kunde möchte ohne Flügeltüren haben. Dann soll er die doch einfach bekommen. Machen wir. Im Moment sieht es so aus, dass die Tür normal aufgeht. Im Moment fährt die Tür hier vorne noch rein, wenn wir das sehen. Das ist jetzt im Moment normal. Das werdet ihr ja hinterher sehen. Das wird dann anders aufgehen. Das heißt, die Tür wird dann so aufgehen, wie sie ist. Und zwar öffnen wir sie so und dann geht sie so nach oben. Das ist also jetzt die Vorheraufnahme. Das wird was Spannendes. Bleibt dran, zeige ich euch. So, wie sehen diese Scharniere denn überhaupt aus, die da reinkommen? Und zwar zeige ich euch jetzt. Erstmal haben wir Kabel, Anschlüsse, diverse ohne Ende. Dann haben wir die Dämpfer, die natürlich mächtig Kraft haben, weil die ganze Tür hochdrücken. Und dann ist das so ein Scharnier. Kann ich jetzt im Moment nicht aufmachen, zeige ich euch später, wenn wir es eingebaut haben. Ist übrigens schon schweineschwer, wenn ich die Dinge überhaupt hochhebe. Das nur am Rande. So, ich zeige jetzt mal den Zwischenstand. Und zwar, wir haben hier jetzt noch die Fahrerseite. Die Tür ist jetzt noch original. Wenn wir die jetzt aufmachen, ist das alles noch vernünftig. Die geht auch noch schön weit auf. Das werden wir gleich auch feststellen, dass die andere Tür nicht mehr so weit aufgehen kann. Wir haben hier Kreppband draufgeklebt. Da haben wir die Spaltmaße aufgeschrieben, damit das auch hinterher wieder alles vernünftig eingestellt werden kann. Da sehen wir das. Haben wir uns markiert. Wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir jetzt die Tür öffnen, fährt die quasi nach innen. Das heißt, die klappt sich hier rein und hier haben wir dann Platz. Das werdet ihr gleich sehen, den Unterschied. Ich zeige euch das mal eben. Auf der anderen Seite, da ist nämlich die Tür schon raus und das Scharnier ist schon drin. Das Ganze sieht nämlich jetzt so aus. Ist schon zerpflückt. Das ist jetzt dieses Scharnier hier. Da fehlt jetzt noch der Dämpfer. Der Dämpfer kommt gleich noch dran. Und zwar haben wir da unten den einen Punkt. Da kommt der Dämpfer dran und da kommt der Dämpfer dran. Und der kann die Tür hinterher hochdrücken. Das heißt, wir können jetzt die Tür aufklappen, wenn wir nach außen gehen. Das ist aber schon die Maximalstellung. Das heißt, das ist wie beim ersten Anschlagspunkt. Wenn wir die Tür normal öffnen, wäre das der erste Anschlagspunkt. Und dann geht das Ganze so nach oben. Und da hängt dann normalerweise die Tür dran. Das fällt jetzt natürlich wieder runter, weil, wie gesagt, kein Dämpfer da ist. Und da hängt dann die Tür dran und dann geht die Tür auf. Wir haben da unten auch die Anschlagspunkte. Das ist das Blaue. Da können wir das sehen. Und dann können wir die Tür wieder zumachen. Das ist im Moment der Zwischenstand. Ich halte euch da am Laufenden. Das Ganze muss jetzt noch vernünftig verkabelt werden. Wir haben das hier im Hintergrund, also alles, was dahinter ist, was man da sehen kann, haben wir noch schwarz lackiert, weil normalerweise nur bis zu dieser Kante lackiert ist und danach kommt nur so ein bisschen Lacknebel und damit das vernünftig aussieht, falls da jemand reinguckt oder falls man da irgendwie mal einen Blick reinwirft, dass das wenigstens angeglichen ist und vernünftig aussieht. Das ist der erste Zwischenstand und jetzt geht's weiter. So, nächstes Update. Und zwar, die eine Tür ist jetzt schon drin. Zeige ich euch mal schnell. So sieht das aus. Die kann ich jetzt im Moment noch nicht aufmachen, weil die jetzt zwar festgeschraubt ist, die ist aber noch nicht angepasst und noch nicht eingestellt. Da müssen wir auch nachgucken. Aber ihr merkt jetzt, warum wir diese Markierungen hier gemacht haben. Und zwar aus dem Grund, weil die Tür jetzt wieder eingesetzt wird. Und wir natürlich uns jetzt hier an den vorher gemachten Markierungen orientieren, damit wir die Tür wieder tiptop eingestellt kriegen, wie sie vorher war. Das war's. Die andere Tür ist noch draußen. Die seht ihr da drüben. Die fehlt. Aber wir sind dran.
Freunde, wir sind soweit. Er ist fertig. Ich zeige euch jetzt die Flügeltüren beim Mustang. Und zwar, das ist er. Von außen seht ihr, vollkommen unverändert. Sieht genauso aus wie vorher, aber... Tada! Wir machen auf. Und hoch. Das ist was, wo? Das sieht schon geil aus. Wenn wir den Einblick kurz sacken lassen, erkläre ich euch mal die Details. Die Tür geht jetzt so auf. Können Sie auch wieder runter machen. Also man braucht da wirklich nicht viel Kraft für. Ich mache das jetzt mit zwei Fingern. Runter ist klar, durch das Gewicht der Tür wird das ein bisschen gezogen. Und dann wieder zu rauf ist der Dämpfer da drin. Der hat echt Power. Das heißt, wenn ich die Tür jetzt öffne, gleiches Prinzip. Da reichen eigentlich auch zwei Finger, um die Tür nach oben zu schieben. Also der Dämpfer da drin hat schon Kraft, um die ganze Tür nach oben zu schieben. Und sieht einfach geil aus. Ihr erinnert euch, was ich euch vorher gesagt habe, wo wir darauf achten müssen, wie die Tür hier vorne aufgeht. Ne? Und zwar der Hintergrund ist folgender. Wenn ich wieder zumache. Vorher ging ja die Tür auf und hat sich quasi hier unten reingeklappt. Ungefähr so. Jetzt ist es andersrum, jetzt mache ich die Tür auf, weil es kann ja nicht funktionieren, wenn die Tür sich in den Kotflügel neigt und wir machen sie dann auf. Das kann ja nicht klappen, weil dann würde die ja von innen quasi hier an der Stelle unter den Kotflügel hauen. Und dann haben wir nichts gewonnen. Deswegen machen wir die Tür auf. Und zwar sieht das Ganze dann so aus, das heißt, die Tür kommt nach außen, weil wir halt entsprechend Platz brauchen, damit die Tür aufgehen kann. Und wenn wir sie dann hoch machen, ist da genug Platz vorhanden, dass die Tür neben dem Kotflügel laufen kann. Und so sieht die ganze Mechanik von innen aus. Da unten ist wieder der blaue Anschlagspunkt, den kennen wir schon vom letzten Mal. Und dann kommt nämlich dieser Kopf, der stößt da unten in den Anschlagspunkt. Wenn wir jetzt die Tür wieder schließen, da stößt da rein und dann ist die Tür zu, beziehungsweise ist unten am niedrigsten Punkt. Und wenn sie unten am niedrigsten Punkt angelangt ist, können wir sie wieder zumachen. Dann... Also optisch Granate, von der Funktionalität auch geil. Das Einzige, was ich immer finde, man hat immer den Reflex, du ziehst an so einer Tür, machst sie auf, willst da mit Schwung einsteigen und hier stellst du fest, dass diese Tür nur bis hierhin aufgeht. Das heißt, in der Waagerechten geht sie weiter als hier nicht auf. Und wenn du jetzt hier vorstehst und machst die Tür auf und willst einsteigen, das passiert mir jetzt ab und zu mal, weil ich das bei dem Auto jetzt noch nicht gewohnt bin, dass ich so ein bisschen gegen die Tür laufe oder mit der Hüfte an der Tür hängen bleibe, weil ich es so nicht gewohnt bin. Aber auch das ist Gewöhnungssache, da kommt man schon mit zurecht. Das heißt, wir haben die Scharniere verbaut, wir haben die Kabel verlängert und haben das jetzt alles zusammengebaut. Ich zeige euch mal, es ist so geil, es geht halt so geil. Auf und zu einfach. Gleiches Thema natürlich. Auf der anderen Seite, ihr kanntet jetzt immer nur die Beifahrerseite. Die habe ich euch in der Theorie immer gezeigt. Hier wieder, Tür auf. Und hoch. Und das ist eigentlich schon alles. Das ist das Wunder der Flügeltüren. Damit ihr es auch von innen nochmal seht, nehme ich euch einmal nochmal abschließend mit rein. Also wenn wir einsteigen, ist das quasi unsere Ansicht. Dann setzen wir uns ins Auto. Einziger Reflex oder einzige Änderung, was wir machen müssen, ihr könnt natürlich jetzt nicht einfach ranziehen, sondern ihr müsst erst runter, bis er unten am Anschlag ist und dann
könnte die Tür erst zuziehen. Aber ansonsten sieht man jetzt wieder keinen Unterschied. Und es, also ich finde, ich bin sehr begeistert davon. Ich finde das gewöhnungsbedürftig, aber genial. Ja, Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war unser Video zum Ford Mustang und seinen Flügeltüren. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder ein Abo freuen oder beides. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Macht's gut!